So, Nico, hast du Lust, noch ein bisschen rauszugehen? Ja, ich habe auch Lust, aber ich glaube nicht, dass ich schon alleine mit dir raus darf. Da muss doch immer noch der Papa mitgehen. Ja, komm, wir kuscheln uns ein bisschen auf die Couch. Da kann ich dich ein bisschen kraulen. Nanu, wer ist denn das an der Tür? Hallo, wer sind Sie? Hallo, junger Mann, sind deine Eltern zu Hause? Das geht Sie gar nichts an. Verschwinden Sie! Gut gemacht, Nico. Wegen dir muss ich vor anderen Leuten nie Angst haben. Schön, dass du immer bei mir bist. Sabine, glaubst du wirklich, dass es so eine gute Idee ist, ein Kakadu als Haustier zu haben? Na klar, ich habe ihn aus dem Zoo mitgebracht. Stimmt's? Ja, klar! Mensch, der kann ja reden. Das wäre ja schon lustig für die Kinder. Aber dann müssten wir noch einen Käfig kaufen fahren, oder? Wir brauchen ja schon einen Käfig, wo der drin ist oder wo er zumindest dann nachts in Ruhe drin schlafen kann, oder? Was meinst du? Du bist doch die Expertin. Expertin, Expertin! Ja, ich bin wirklich die Expertin. Aber den brauchen wir nicht im Käfig zu halten. Der fliegt nicht weg. Fliegt nicht weg! Mensch, das ist ja echt ein lustiger Zeitgenosse. Da werden sich die Kinder bestimmt freuen. Na, dann wollen wir aber trotzdem mal das Zubehör und Futter, was wir noch brauchen, noch einkaufen fahren, bevor die Kinder nach Hause kommen. Auf geht's, ihr beiden! Auf geht's, ihr beiden! Auf geht's, ihr beiden! Jetzt erstmal ein schönes, leckeres Stück Käse gönnen. Nach der ganzen Aufregung in der letzten Zeit habe ich mir das verdient. Moment! Was ist das denn? Freundchen, das ist mein Käse, der gehört nur mir. Weg da! Und lass dich hier ja nicht mehr blicken. Das ist mein Hoheitsgebiet und der Käse gehört nur mir. Genau, da hinten ist der Ausgang. Auf Nimmerwiedersehen! Ach, guten Morgen, Leo. Das ist aber schön, dass du mich direkt am Bett begrüßt. Oh ja, komm noch ein bisschen her. Wir kuscheln noch ein bisschen. Ich will noch gar nicht aufstehen. Es ist noch so schön warm im Bett. Hey, was soll das denn? Ich hab dir gesagt, Leo soll nicht ins Bett kommen. Dann haben wir wieder überall Katzenhaare. Und ich weiß, dass du sie nicht wegräumst. Das bleibt wieder an mir hängen. Ach, Mama, ich will aber noch ein bisschen mit Leo kuscheln. Guck mal, der macht doch gar nichts. Keine Diskussion. Wir hatten eine Abmachung. Die Katze kommt nicht ins Bett. Du hast dich darauf eingelassen. Oder sollen wir Leo wieder zurückbringen? Jetzt wirst du aber unfair. Leo muss natürlich auf jeden Fall hier bleiben. Sag sowas nicht, Mama. Wir stehen ja schon auf. Komm, Leo. Wir gehen jetzt zusammen an den Frühstückstisch. Soll die Mama doch mit jemand anderem schimpfen? Wir zwei gehören zusammen. Hey Rudi, du weißt genau, wo ich kitzlig bin. So Jasmin, jetzt reicht's aber. Der Rudi muss wieder zu den anderen Schweinen in den Stall. Muss ja schließlich noch ein bisschen größer werden. Nein, der Rudi kommt mit. Ich will ihn mit nach Hause nehmen. Das wird mein neues Haustier. Guck doch mal, wie süß der ist. Der sieht doch gar nicht aus, als ob er in den Stall gehört. Und ich glaube, der Rudi will auch bei mir bleiben. Was sind denn das für Hirngespinste? Der Rudi kommt natürlich wieder zurück in den Stall. Also wenn du willst, dann können wir heute mal eine Ausnahme machen. Aber das Ganze wird nur ein Experiment. Wir nehmen den Rudi mit zu uns in die Wohnung, aber du musst auf ihn aufpassen. Sobald er irgendwas kaputt macht, kommt er direkt zurück in den Stall. Haben wir eine Abmachung? Ja klar, die haben wir. Und schau mal, Rudi freut sich auch. Komm Rudi, ab nach Hause!